Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Point Hospital. Weiterhin in meiner Möglichkeit, Labor. So. Fehlt nur noch einer. Wenn er mixt, drücke ich auf Updaten. Dann können wir den eigentlich machen, weil es fehlt nur noch einer. Weil die wartet nämlich jetzt. Oder der Mechaniker, der das macht, wartet. So. Kippt sich das in den Hals. Hat nicht funktioniert, aber ist egal. Nächste Welle in 6 Tagen. So, so können wir das nämlich jetzt ganz in Ruhe updaten. Und dann könnte das schon ganz gut so funktionieren. So, was ist jetzt mit meinen 2 neuen Personal bei den Ärzten? Ich hoffe, dass Mensch und Frosch Weiterbildung. Eines Tages wieder in Einklang. Aber da passiert nichts. Hä? Ist das jetzt wirklich buggy? Hello, Boys and Girls in Two Point County. It's me, the Bogeyman. Ist verbuggt. Funktioniert es jetzt, Leute? Können wir von diesem Raum eine Kopie machen? Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Ja, schön. Das wird noch geupdatet, aber die müssen erstmal zur Allgemeinmedizin und dies und jenes und dann sieht man weiter. So, jetzt wird das auf jeden Fall funktionieren. Sind 2 drinne? Jawohl, gut. War buggy, kann passieren. Alles easy, mache ich mir keine Gedanken drum. Kann man sich dann Gedanken drum machen, wenn es jetzt gar nicht mehr funktioniert. So, das haben wir schon die Hälfte. Ich hoffe, dass gleich mal eine neue Krankheit kommt, weil ich brauche mir hier um nichts Gedanken machen. So. Teilen wir das mal ein bisschen auf, dass das ein bisschen flotter geht vonstatten, weil das dauert mir sonst ein bisschen zu lange. Jo, muss ich noch irgendwas zur Unterhaltung denen geben, Leute, sonst kriegen sie irgendwann einen Koller und verpieseln sich. Nehmen wir einfach hier mal so einen kleinen Spielautomaten hin. Also so ein bisschen Beschäftigung. So, guck mal, schon fertig. Das sieht doch gut aus. Haben wir doch gut drauf gekontert. Was? Achso, ein Mitarbeiter. Ein Hausmeister wird um die Reparatur. Da geht auch schon der Erste rein. Perfekt. Also, ich finde, funktioniert ganz gut. Wenn da fertig ist, mache ich den auf. Dann haben wir schon mal einen zweiten. Nicht jetzt. Wir haben gerade eine Fortbildung. Hohohoho, Boogeyman. Ja, weil das ist schon eine sehr hohe Zahl, ne? Und wir sind jetzt bei 20. Also nächstes Mal, wir sind 25. Also eigentlich müssten wir noch davon Raum bauen. Boah, wir verdienen zu wenig Geld, meiner Meinung. Ne? Also sonst habe ich gleich gar kein Geld mehr, weil der Raum ist teuer. Ne? Wenn wir da jetzt eine Kopie von machen, sind knapp 10.000. Ne? Also der Raum kostet schon richtig Scheine, weil wir haben den ja wirklich gut ausgestattet. Keine Leute mehr. Okay, wir benötigen Patienten bitte zur Entwässerungsanlage. Zimmer. Entwässerungsanlage. 20k.
Okay. Der altbekannte. Ne? Arbeitet denn hier? Weiß es gar nicht. Ja, Krankenschwester, ist klar. Da haben wir auch. Entwässerung haben wir gleich drauf gekontert. Dass das hier alles gar nicht benötigt wird für Diagnose, dass die gleich wissen, was Sache ist, ne? So, Weiterbildung ist abgeschlossen. Können wir den Raum öffnen? Können wir dich mal anklicken? Du hast es ja jetzt gelernt, genau wie du auch. Alles klar, haben wir. Die Entwässerung ist ja auch nicht drin, okay. So, dann. So, ihr könnt jetzt den Raum auch mit benutzen. Dann arbeiten wir die ein bisschen schneller ab. Installiere ein Upgrade. Was? Nein. Ich habe hier gerade geupdatet. Ich kann sie nicht updaten. Wir haben erst 3 Patienten Gehalt von 15. Also mal ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen, sagt man ja so schön, ne? Ja, auch geheilt. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Müssen wir mal gucken, was wir als nächstes updaten, ne? Was viel genutzt wird. Also hier oben kommen wir gerade einigermaßen zurecht. Ob wir dann... Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. 2, was auch 2. Müssen wir mal gucken, ob wir die nächsten updaten. Jetzt brauchen wir den nächsten Krankenpfleger hier. Kommando zurück. Es war ein Fehlalarm. Der mysteriöse Nicht Feind gut. Hat sich als Freund herausgestellt. Weil hat Diagnose, brauchen wir da nicht hinschicken, da nicht. Und Spritzenhaus kann es arbeiten. Dann haben wir nämlich das auch schon mal abgedeckt. So. Funktioniert schon gar nicht so schlecht. Verdächtigen Objekten und Geschenken aus dem Familienkreis. Zeit für eine Kekspause. So, da kommt jetzt eh keine Patienten, also wir brauchen keinen Assistenten, deswegen ist das gerade eigentlich ziemlich gut. So, was hat er für einen Brief für mich? Ja, haben wir leider nicht geschafft, ne? Also wir haben einen einzigen befördert, aber ich befördere ja nicht aus Spaß, sondern dann, wenn die es verroddern, also ist ja Geldverschwende. 8 Patienten hintereinander geheilt, da oben ist alles weggearbeitet. Also ich bin der Meinung, wir sollten... Vielleicht noch eine Therapie bauen. Boah. Wenn noch mehr Leute kommen, könnte es echt eng werden. Hier ist einer. Hier ist keiner. Hier ist noch einer. Noch 2. Okay. Bist du? Unzufrieden, warum? Seismische Aktivität gemessen. Er hat gar keine Fortbildung. What the fuck? Zwei Leute, ohne dass sie irgendwas haben. Assistenten, Kundenbetreuung. Haben wir 2 Stück. Da haben wir. Okay. So, dann können wir 2 Leute in die Dingens schicken. In die Kunden. Also, dass sie wirklich Kundenbetreuung lernen. Weil die haben ja gar nichts. Die sind ja strohdumm. Also, so geht das nicht. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich die eingestellt habe. Aber gut, ist ja auch egal, ne? Können wir uns so ein bisschen drüber budelachen. Ich bin nachher gespannt, wie Klaas der LC ist. Ich freue mich schon. Wir haben womöglich zu viele Hausmeister, da gerade mehrere nichts zu tun haben. Ihr habt gerade mehrere nicht. Okay, jetzt habt ihr so geschlossen. Aber da sah es schon ziemlich traurig gerade aus.
Wir haben jetzt hintereinander geheilt 13 verbleibende Patienten, 7. Dann könnte der Lehrgang auch fertig sein, wenn gleich die ganzen Leute kommen. Hier haben wir gerade keinen. Vielleicht kommt da gleich wieder jemand. Bleiben wir einfach mal ein bisschen geschmeidig. Was haben wir für Ärzte? Therapie. Man könnte noch einen Scanner oder so bauen. Einen Megascanner ein. Der könnte so alles. Aber, das sind Ausgaben, die können wir uns einfach nicht leisten. Das muss man ganz klar sagen. Müssen wir Gedanken machen, wann ich den nächsten Grundstück dazu kaufe. Weil hier zukaufen können wir gar nichts. Wir können nur so ein Grundstück dann daran kaufen. Und da muss ich zu 100% Heilungsgeräte dran machen. Aber das ist preislich ganz okay. Weil wir könnten ja auch einen Kredit nehmen, ne? Also wenn ich noch ein bisschen mehr Geld für habe, dann können wir diesen hier auch nehmen. Also. Und ich bin hier, um Ihr Radio mit tiefen Einsichten und gutem Geschmack. Das mache ich mir eigentlich überhaupt gar keine Gedanken drum. Haben wir hier noch Leute? Nein. Dann bin ich doch mal ganz ehrlich. Hau mal das Update da rein. Haben wir hier noch jemanden? Nein, dann kannst du da auch nochmal updaten. So. Dann haben die Hausmeister was zu tun und unsere Geräte sind einfach fortgeschrittener. Ich bin am überlegen, ob ich das Gerät nicht auch noch mitnehme, aber das könnte dann zu viel sein und wir machen es lieber beim nächsten Mal. Zwei verbleiben. Wo sind die letzten zwei? Hier haben wir keinen. Da haben wir einen. Ja. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen okay. Benötigen Wasser. Also, weil das jetzt schon. Okay, wir gucken uns mal gerade das hier an. Herzlich willkommen. Aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres. Keine Todesfälle. Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Das finde ich schon mal sehr cool. Ich würde gerne diesen Raum kopieren. Ach nee, warte mal. Nehmen mal diesen Raum, bearbeiten den. Upsa. Und setzen den mal dahin. Nimm dieses. Und kopieren diesen Raum. Und schließen diesen Raum. Können wir schon mal weiterlaufen. Das Jahr ist fast vorüber. Das funktioniert nicht. Ja, okay. Ja, wir bräuchten noch einen Therapeuten. So. Ganz ehrlich, was soll ich mit dem? Da ist der hier 100-mal angenehmer. Den stellen wir auch noch ein. Und dann hast du auch nur den. So. Wir haben hierfür noch gar nichts. Keine Ärzte, nichts. Dann räumen wir hier erst auf, wenn die nächsten Patienten kommen. Ja, machen wir auf. Dann kann der eine arbeiten. So. Wir haben dafür eine Ärztin. Dann sollen sie das machen, befördern. Zack. Richtig gemacht. Ich wollte gerade sagen, Alter, warum geht die da nicht arbeiten? Aber gut, wenn keiner dahin will, dann kann das ja auch nicht funktionieren, Leute. Eigentlich schon alles ganz gut. So, falls sie nach einer Pause macht, hätten wir immer noch einen übrig. Dieser Raum ist dann gleich fertig mit Updaten. Aber einen haben wir. Leider war es jetzt nur ist es aber auch so, nächste Welle in 7 Tagen. Vortrag zur finanziellen Zukunft von Two Point County beworben wird. Ich habe mich bereits angemeldet. Mich freigeschaltet. Um inspirierenden Boyrand. Was ist denn ein Cool? Ja, was ist das? Was ist das? Weiß nicht, was das ist. Ah.
Bitte geben Sie herumliegendes Kudosch an der Aufnahme ab. Vielen Dank. Wenn wir das jetzt schon freischalten, ne? An der Aufnahme wird ein Assistent benötigt. Sag's euch, dann braucht man das. Ist schon immer so gewesen. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Deswegen jetzt ganz schnell bauen, bevor hier irgendwas passiert. Ist ja falsch, Kevin. Mein Gott. So. Geht die wilde Fahrt, Leute. 54.000 noch. Ob ich es brauche, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was da drin arbeitet. Ich kenne das nicht. Ein Arzt benötigt. Klasse. Wir haben nicht mal einen Arzt für solche Sachen. Ja. Keine Ahnung. Dafür nicht. Wenn ich dafür keinen brauche, lasse ich es erstmal. Alter, hier oben ist einfach der Bär los, ne? So. Das ganze Problem ist, dass diese Scheiße da unten nicht fertig wird mit Updaten. Geht mir gerade so ein bisschen auf den Senkel. Ja, aber eins müsste jetzt mal so langsam fertig werden, weil hier ja, wird noch keiner benötigt, aber jetzt hier will schon einer hin. Oh Mann, ey. Kann auch ein Fehler gewesen sein mit dem Ding, ne? Also nur mal so Anmerkung. Sag ich erstmal wieder vielen Dank, bis morgen, tschüss.